Hey guys, welcome back to World of Tanks. My name is Bruce and today we take a look at the perfect play on the map Fjords. Fjords is one of the maps where I see so many people not understanding how the map works. And we will take a look at the perfect play that allows us to win the map pretty easily. Now the special thing in this video is that this video will be in German. If you are interested in more reviews and gameplay, go to YouTube and search for World of Tanks with Bruce to get all of my videos. Or click on the subscribe button. And now, let's go. Los geht's. Ja, wie ihr seht, ist dieses Video auf Deutsch. Mehr dazu später. Und in diesem Video geht es darum, wie man Fjorde perfekt spielt. In dieser Situation starten wir im Osten. Und dann sieht Fjorde ungefähr so aus, wie ich das hier aufgezeichnet habe. Und jetzt ist die Frage, wo geht man hin? Die wichtigste Position auf dieser Karte, finde ich, ist diese Mitte hier. Das ist die wichtigste Position. Warum ist diese Position so unfassbar wichtig? Weil man von dieser Position fast die ganze Karte spotten kann. Wenn man im grünen Team ist, kann man nach Norden spotten, ungefähr so. Wenn man im roten Team ist und diese Position gewinnt, kann man sogar nicht nur nach Norden spotten, also praktisch den Bereich hier, da wo normalerweise der Gegner herkommt, sondern man kann eben auch den kompletten Osten spotten. Das ist der Vorteil von dieser Position. Und ich sehe das so oft, wie das falsch gemacht wird aus meiner Sicht und wie nicht um die Mitte gekämpft wird. Es gibt oftmals Leute, die pushen dann nach Norden und fahren hier oben hin. Ja? Nur das Problem ist, wenn in der Mitte niemand ist, wenn niemand hier ist und praktisch nach Norden hin spotten kann, dann kriegen diese Leute auch keine Ziele, auf die sie schießen können. Das ist das Problem, wenn man nach Norden geht. Deshalb macht es keinen Sinn, aus meiner Sicht, die Mitte kampflos zu überlassen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man in die Mitte pusht und die Mitte gewinnt. Und der Zugang zur Mitte ist von der östlichen Seite wesentlich leichter als von der westlichen Seite. Also, wann immer ihr auf dieser Karte spielt und im Osten spawnt, solltet ihr mit eurem mittleren Panzer oder vielleicht mit dem schnellen Heavy-Panzer hier hinfahren und eben die Mitte behaupten, um die Mitte zu gewinnen. Das ist aus meiner Sicht das perfekte Spiel. Das funktioniert natürlich nicht immer, aber es funktioniert in 8 von 10 Fällen aus meiner Sicht und deshalb ist die Mitte so wichtig. Und wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt gleich an und zwar in zwei verschiedenen Situationen. Ja, im ersten Gefecht sind wir unterwegs mit unserem Rhinoceronte und das ist ein Panzer, den ich wirklich, wirklich mag. Der ist sehr, sehr gebalanced, also ist nichts für Leute, die neu sind im Spiel, aber wenn man weiß, wie man ihn benutzt, dann ist er in gewissen Situationen ganz gut und ich mag ihn, wie gesagt, sehr. Ich habe ein Video über ihn gemacht, also alle, die sich noch nicht ganz wohlfühlen mit dem Panzer, können das mal anschauen und da kommen eigentlich die Stärken ganz gut raus. So, wir starten, wie gesagt, im Osten von Fjorde. Und hier sind wir Top-Tier und deshalb gibt es für mich zwei Möglichkeiten, wo ich hingehen kann. Ich kann erstens in die Heavy-Gasse gehen. Das Problem mit dem Rhinoceronte, wie gesagt, wer das noch nicht weiß, schaut sich das Video an. Das Problem ist, die Panzerung ist ja nicht wirklich vergleichbar mit einem Heavy der Stufe 10. Das heißt, was ich befürchte ist, dass ich mehrfach penetriert werde, wenn ich eben zu der Heavy-Gasse gehe. Darüber hinaus weiß ich, wie gerade besprochen, dass die mittlere Position unfassbar wichtig ist, um das Spiel zu gewinnen. Also, was mache ich? Ich gehe in die Mitte. Ich nutze die Zeit, die ich dahin brauche, um meinen Clip nachzuladen und dann bin ich ein Tier 10, also ein 10er Heavy-Panzer in der Mitte mit einem 1500er Clip-Potenzial und ja, was das ist, das sehen wir dann gleich. So, manche gehen wieder nach oben. Und die profitieren jetzt natürlich davon, dass wir die Mitte behaupten und dass wir die Mitte, kleiner Spoiler, natürlich gewinnen werden. So, das Clip ist nachgeladen. Was ist er denn? Stritzwagen, 103B. Und wahrscheinlich schaut er noch nach Norden. Das kann ich jetzt mal ausprobieren. Kann man nicht so genau sagen. Lass mich erstmal zurückfallen. Weil ich hier ein kleines Problem habe mit dem Hügel und der Gun Depression. So, ja. Okay, er schaut nach Norden und jetzt, das ist eine Situation, da mache ich meinen Clip leer, ne, weil ich will, dass er so schnell wie möglich rausgeht und ich habe danach genug Zeit nachzuladen. Also Clip raus, 1398 Schaden und jetzt, wo wir die Mitte gewonnen haben, jetzt muss ich kurz warten, bis ich zugehe und dann muss ich natürlich noch kurz warten, bis das Clip nachgeladen ist, klar, aber dann kann ich eben den Norden
unterstützen. Und jetzt hat der Gegner keine Chance mehr. Normalerweise ist der Centurion richtig gut aufgestellt worden, aber weil wir die Mitte gewonnen haben, hat er überhaupt keine Chance und geht jetzt auch sofort wieder raus. So, jetzt steht es 4:0. Auf der Heavy-Gasse ist wie immer nichts passiert. Ja, das ist die Eigenschaft der Heavy-Gasse, dass es einfach lange dauert. Ne? Die stehen sich gegenüber, haben eine gute Panzerung, frontal meistens, stehen sich gegenüber, niemand macht Schaden und es dauert einfach, bis sich auf der Heavy-Gasse was bewegt. Und das kann man nutzen auf der Medium-Flanke, um eine Medium-Flanke zu gewinnen und dann die Heavy-Flanke zu unterstützen. Das so funktioniert grundsätzlich World of Tanks. So, und jetzt haben wir schon zwei Schüsse nachgeladen und jetzt geht es einfach nur darum, Schaden zu machen. Okay, so. Und jetzt, ja, steht 7:0. Ich hätte schon längst aggressiver nach vorne fahren können. Okay, kein Problem. Aber deshalb kann ich jetzt einfach nach vorne fahren. Es gibt überhaupt kein Problem mehr, hier zu warten. Ich habe noch 2000 Lebenspunkte. Überhaupt kein Problem. Und jetzt geht es einfach darum, noch irgendwie möglichst viel Schaden zu machen. Der CS-53 war gerade noch. True Life ist es jetzt nicht mehr. Das macht aber nichts. Ich habe einen Clip von 1500, dass ich dann raus ist. Was ich jetzt machen will, ist, ich will meine Schüsse sicher setzen. Also ich akzeptiere jetzt, dass ich einen Schuss von ihm bekomme, aber ich will jetzt nicht irgendwie hier bouncen, gerade vor dem Hintergrund meiner niedrigen DPM. Ich will nicht bouncen, sondern ich will die Schüsse sicher setzen und deshalb warte ich hier kurz, fange mir einen Schuss, zwar nicht von ihm, der bounce, aber von dem Leopard, kein Problem. So, jetzt in der Situation, ihr seht das, ich warte zumindest, bis ich diesen Bonus des Auto-Reloaders habe. Deshalb habe ich kurz gewartet, damit der letzte Schuss, der jetzt reinlädt, nicht mehr so lange braucht. Das war der Grund, warum ich hier gewartet habe. Ja, und ansonsten heißt jetzt 10:1, ich meine, klar, das Spiel ist gewonnen. Einfach nur brutal nach vorne fahren, Schüsse nehmen, wenn es notwendig ist und dann versuchen noch zu supporten. Wir werden sehen, ich glaube, ich kriege jetzt nichts mehr davon ab, weil der Panzer einfach zu langsam ist. Aber so einfach ist es, wenn man Fjorde richtig spielt, wenn man das Support vom Team hat, wenn man die wichtige Position, die nämlich in der Mitte ist, wenn man die gewinnt. So. Und jetzt ist es natürlich ein Tier 10 Gefecht gewesen, das heißt, wir waren High Tier. Aber dass das Ganze auch funktioniert, wenn man Low Tier ist und ein bisschen Support bekommt, das werden wir uns gleich im nächsten Spiel anschauen. So, hier sind wir im zweiten Spiel. Diesmal im Centurion 1, dem 8er britischen mittleren Panzer. Wir sind jetzt in einer Low-Tier-Situation. Wir sind im 8er, in einem 10er-Gefecht. Und jetzt ist wieder die Frage, fahren wir die Mitte oder fahren wir nicht die Mitte? Das Problem, was ich jetzt habe, ist natürlich, als Low-Tier, wenn ich der Einzige bin, der in die Mitte fährt, dann werde ich wahrscheinlich vom Gegner verarztet, werde rausgenommen und habe keine Chance, das Spiel in irgendeiner Art und Weise positiv zu gestalten, geschweige denn die Mitte zu gewinnen. Ich will trotzdem mich zuerst mal in die Mitte begeben. Ich sage meinen Teamspielern schon Bescheid, dass sie auch bitte in die Mitte fahren und schaue mich um, was so passiert. So, jetzt sehe ich, unser Indienpanzer und unser P-44 fahren nach oben, was ein Problem ist, weil, den Support habe ich schon mal nicht. Aber wenn ich auf die Match-Zusammensetzung gucke, dann sehe ich, dass es nur drei mittlere Panzer gibt. Okay, drei mittlere Panzer. Das heißt, ich fahre auf jeden Fall jetzt mal hier nach vorne und gucke mal, was so passiert. Und bei drei mittleren Panzern, es gibt keine, die einzelnen Panzer hier sind Stufe 8 Panzer, das heißt, das war die Entscheidung, wo ich jetzt gesagt habe, okay, oder der Punkt, wo ich jetzt gesagt habe, ich fahre trotzdem in die Mitte, weil die Mitte zu gewinnen ist einfach super, super wichtig. Und auch wenn die anderen beiden mittleren Panzer jetzt nach oben fahren, ich fahre trotzdem in die Mitte. Sieht so aus, als hätte ich so ein bisschen Support, zumindest vom T-57 Heavy und vom Tiger 2. Und ja, ich kann hier natürlich Halldown spielen und mit ein bisschen Glück, und so sieht es nämlich aus, sind die anderen mittleren Panzer nicht in die Mitte gefahren. Das war natürlich jetzt riskant, wenn die anderen mittleren Panzer, die mittleren Panzer des anderen Teams, sind ja nur zwei, in die Mitte gefahren wären, hätten die mich gegebenenfalls rauspushen können, aber das war nicht der Fall. Und ja, jetzt kann ich versuchen, hier die Mitte zu gewinnen. So, jetzt sind wir im Proxy-Spot vom FV. Die Schille von dem wollen wir natürlich auf gar keinen Fall bekommen. Der nimmt uns im Zweifel mit einem Schuss raus, wenn er Premium schießt. Und das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Aber wir Proxy-spotten ihn und sobald er sich ein bisschen zeigt, können wir einen Schuss bekommen. Oh, jetzt muss er, okay, jetzt muss er schnell rennen. Okay, ich hatte hier HE geladen, weil ich gehofft hatte, dass er, dass ich halt mehr Schaden machen kann. Premium zu schießen bei dem Panzer ist jetzt, HE zu schießen bei dem Panzer macht jetzt nicht so viel Sinn. Jetzt können wir den. Ja, super.
dem EBR noch einen mitgeben. Wir machen natürlich keinen Schaden bei dem OP-Panzer. Aber was soll's, okay. Ja, wo war ich stehen geblieben? Immer noch keinen Schaden gemacht, aber die Mitte haben wir jetzt gewonnen. Und jetzt beginnt die Phase, wo wir Map Control bekommen und wo wir das Spiel kontrollieren können, weil wir eben den Norden spotten. Und das ist so wichtig an Fjords. Und deshalb ist es wichtig, die Mitte zu gewinnen. Okay, der ELC Even fährt jetzt hier nach vorne. Ich würde sagen, wir sollten zunächst mal noch so ein bisschen passiver bleiben. Und erstmal gucken, was da passiert. Vorhin waren Panzer, der Guard und der LT waren im Norden gespottet. So kann vielleicht hier, ne, leider nein, es war schlecht geaimt von mir. So, jetzt auf dem Garder, ein bisschen länger einzielen. Jawohl, können wir Turm treffen, hervorragend. So, jetzt steht es wieder 4-0, weil unsere leichten Panzer direkt durchkrachen, alles spotten, was hier im Norden so ist. Ein Schuss auf den. Ah, ne, okay. Der EBR hat einen guten. Ja, macht hier ein gutes Spiel. Flankiert uns, schießt von hinten. However, wollte ich gerade sagen. Schießt HE, das heißt, er macht nur 40 Schaden. Das heißt, kein Problem für uns. Naja, und jetzt den Norden haben wir gewonnen. Da jodeln gerade alle rein. Es steht 18-0. Das heißt, wir können jetzt einfach aggressiv nach vorne fahren und gucken, dass wir noch ein bisschen Schaden machen. So, EBR kommt. Und. Ja, jetzt ist nochmal Schaden. So, und jetzt versuche ich den zu treffen. Klappt leider nicht, aber. Ich kann den nächsten Schuss abbekommen und, ja, okay. Die Perke ziehen und dann die 15 Hitpunkte. Oh, die kriegen wir auch so weg. Und ja, so leicht kann das gehen, wenn man die richtige Spielposition spielt und, was man natürlich dazu sagen muss, wenn der Gegner nicht die richtigen Gegenmaßnahmen spielt. Aber, und das ist der Grund, warum man dann, wenn man die wichtige Position im Spiel gewinnt, warum man 8 von 10 Mal gewinnt, damit der Gegner das Gefecht, wenn wir alles richtig machen, noch drehen kann, muss er ziemlich clever sein. Jetzt kriegen wir einen Schuss vom Type 5. Der macht aber Gott sei Dank keinen Schaden. Da muss der Gegner das richtig, richtig clever zu Ende spielen. Und meistens ist das nicht der Fall. Deshalb die wichtigen Positionen spielen. Und dann gewinnt man in der Regel auch das Spiel. So, Type, was macht er jetzt? Wieder kein Schaden. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Aber Glück für uns. Ich hatte Premium geladen und jetzt werde ich einfach dran vorbeifahren. Nicht. Wenn er geschossen hat, fahre ich dran vorbei. Da schießt er gleich auf den. Ja, okay, jetzt hat er geschossen. Das heißt, ich kann jetzt dran vorbeifahren, versuche ihn zu tracken. Ja, zack. So, ich habe ihn getrackt. Das heißt, er hat nur die Turmdrehgeschwindigkeit. Die ist so langsam, dass er keine Chance hat. Ich versuche ihn nochmal zu tracken. Macht sogar Schaden. Okay, jetzt fressen wir einen Schuss vom 60 TP, ist aber kein Problem. Mal kurz zurückfahren, dass ich. Ja, okay. Und jetzt. Ja, ich dachte, ich wäre ein bisschen weiter rechts. Jetzt bin ich ja leider runtergerutscht. Okay, so kann das sein. So kann es passieren. Macht aber nichts. Das hier war jetzt keine Überrunde. Nur 1300 Schaden, 1400 Schaden. Aber wir haben das Spiel wieder gewonnen, weil wir die wichtige Position angespielt haben, gewonnen haben und damit zum Sieg beigetragen haben. Ja, liebe Leute, gebt mir bitte nochmal ein Feedback, ob ihr weiter Videos auf Deutsch haben wollt. Ich habe ein paar Anfragen bekommen und ich möchte natürlich gerne auf die Community hören. Sagt mir Bescheid, ob euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, ich freue mich auf Feedback, egal in welche Richtung es geht. Schreibt bitte insbesondere, ob ihr Videos auf Deutsch haben wollt, wie gesagt, oder ob ihr lieber Videos auf Englisch haben wollt. Ich weiß, dass mein Englisch nicht das allerbeste ist. Deutsch als Muttersprache ist natürlich besser. Aber ich bin auf euer Feedback gespannt und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Selbst wenn ich jetzt umschwenke, wird es wahrscheinlich noch ein paar Videos auf Englisch geben, einfach weil ich keinen abrupten Übergang machen möchte. Aber ja, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und sage bis zum nächsten Mal. Alright guys, that was it for today with the first video in German. As I said, let me know in the comment section below what you think. If you liked the video, give it a thumbs up. If you hated it, give it a thumbs down. Consider subscribing to my channel and I see you next time in another World of Tanks video.